Moin, moin, Matrosen und Matrosinnen, herzlich willkommen zu einer zweiten Folge von Texit. Wir wollten ein bisschen Holz sammeln, dass ich mir Kohle machen kann, dass ich meinen Kellergang ein bisschen mehr beleuchten kann. Und ich würde gerne, wenn es Tag ist, da noch ein bisschen draußen in der freien Welt rumlaufen, um zu erkennen, ob ich irgendwo Schafe finde. So, und hier diese Früchte sehen doch mittlerweile reif aus. Nee, das sieht doch, das ist doch, das kann es doch nicht sein, oder? Eine Ziege. Gibt deine Ziege auch Wolle? Oh, hast du mich erschreckt? Gab aber nur Fleisch. Wüsste, wie ich das Zeug hier ernten kann. Guck mal, da sind welche grün und da sind welche blau. Ein Fick, eine Feige. Ich kann sie nur kaputt machen. So, okay, dann werden wir jetzt mal... Oh, was ist denn das da oben? Kletter ich jetzt da hoch? Nee, ich suche jetzt erstmal wieder mein Zuhause. Ich bin jetzt gerade zu viel rumgelaufen, dass ich prompt mein, da hinten ist dieses Tor. Da müssten die, ja, da stehen die Fackeln, okay. Also, dann können wir doch mal irgendwie will ich lieber da drüben hoch. Ich da hinkomme. Ich habe eine. Wie habe ich die runtergeholt? Ah, okay, sie muss wohl reif sein. Dann kann ich sie jetzt essen? Ich habe keinen Hunger. Ja, gehen wir mal darüber. Warte, da habe ich doch gerade Kohle gesehen. Das werde ich doch mitnehmen. Okay, das war nicht. Ja, siehst du, da lohnt es sich nochmal ein bisschen tiefgründiger zu forschen, wenn man ein bisschen Kohle gefunden hat. Zu steil für mich angelegt. Okay, eine breite Ebene mit allen möglichen Pflanzen, aber erstmal keiner. Da unten läuft noch so eine Ziege, aber keine Schafe.
Ziege, eine Katze. Bergziegen, eine alte Hütte. Bin so ein bisschen nervös, dass ich nachher den Weg nicht zurückfinde. Cherrybeeren habe ich den Cherrybusch habe ich mitgenommen. Hier komme ich her. Da drüben irgendwo müsste mein Zuhause sein. Mache ich doch hier mal einen kleinen Turm hin. Nur Ziegen, keine Schafe. Überhaupt relativ wenig Tiere, zumindest die, die ich sehe. Da hinten läuft wieder so eine Ziege. Da ist eine Kuh. Und wird es jetzt gerade dunkel oder regnerisch? Wieso sah das eben hier so aus, als ob es dunkel wird? Hä, hier ist auch dunkel. Also dunkler? Naja. Okay, dann gehen wir mal zu dem kaputten Haus auf dem anderen Hügel rauf und von da aus kommen wir, glaube ich, ganz gut nach Hause. Nur da wohnt keiner mehr. Dann werde ich mir doch hier mal noch ein bisschen Erdblöcke holen und dann baue ich mir da mal eine Brücke rüber. Keine Ahnung, was das hier für eine Struktur ist. Da kommt mal rein. Okay. Was hat hier mal gewohnt? Und da wohnt hier noch. Ach, jetzt bin ich an der Spinnwebe kleben geblieben. Da hinten ist es hell, da ist mein Zuhause. Ich glaube, ich werde hier mal. Okay. Bin ein wenig ratlos, was das sein soll. Aber weil ich nicht so schlecht ausgerüstet und ohne geschlafen zu haben, also ohne Bett, in die nächsten Zombies reinlaufen will, werde ich mir das weitere Erkunden verkneifen. Au, und in die Sicherheit meiner vier Wände gehen. So.
Oh, das hat noch nicht gereicht für. Zum Kohle herstellen. So, aber jetzt kann ich doch hier großzügig mir neue Fackeln bauen. Und damit in der Nacht hier diesen Gang weiter ausbauen, erkunden und so weiter. Kann ich die Aprikose jetzt essen? Ah, das geht. Das komische Zombiefleisch lasse ich mal hier. Ah, okay. Da kriege ich Resistance 1 für 30 Sekunden von dem gerösteten Viech. So, dann haben wir nochmal Kupfer. Und ansonsten würde ich sagen, dass ich das Holz mal hier. Wir gehen mal einen Stock tiefer und schauen mal, ob wir irgendwo Eisen finden. Ich habe im Hintergrund, dass auf Höhe 30 viel Eisen war oder 40, wobei ich keine Ahnung habe, ob das überhaupt noch stimmt und ob das in diesem Modpack noch stimmt. Aber Kupfer scheint es in rauen Mengen zu geben. Diese unterirdische Map finde ich interessant, aber ich kann sie noch nicht wirklich lesen. Ja, prima. Hätte ich mir doch oben noch eine Pickaxe gemacht. Oder sonst wie Holz mitgenommen. Das muss ich echt wieder hochlaufen. Oder halt mit der Kupferaxt weiterarbeiten, mit der Kupferspitzhacke weiterarbeiten, aber das ist irgendwie auch nicht so das Wahre, finde ich. So, dann kann der hier weitermachen und. Crafte mir hier mal noch 1, 2, 3, 4 Pickaxes. Okay, dann wieder runter. Das können wir nachher alles noch schön ausbauen, wenn wir denn hier bleiben. Erstmal geht es mir darum, dass ich kein Eisen finden würde. Okay, da sind wir in der Höhle. Ich muss gestehen, das ist nicht so ganz meine Welt. Das ist doch gar keine Höhle, es ist so eine Schlucht, glaube ich. Wieso nehme ich denn schon wieder die falsche Pickaxe?
einen falschen Schritt und dank fehlendem Bett bin ich hinüber. Kann irgendwo neu anfangen, wo ich wahrscheinlich gar nicht mehr hierher finde. Deswegen bin ich jetzt einfach ein bisschen Schisser. Werde prompt belohnt mit Eisen. Okay, das Aluminium kann ich doch auch abbauen. Ah, okay. Und das wird mir nicht angezeigt, was es ist. Ich glaube aber, es ist Öl. Ich habe noch keine wirkliche Idee, was man alles damit machen kann. Und hoffe nur, dass es nicht anfängt zu brennen. Wenn ich mir jetzt hier. Jo, genau, wenn ich hier die Pickaxe wegschmeiße. Ich hoffe, den kann ich hier hinsetzen. Ne, kann ich nicht. Aber da kann ich ihn hinsetzen. Da kann ich ihn hinsetzen. Dann sollte ich doch jetzt hier in das Eisen rankommen. Ohne da hoffentlich diese komische Ölquelle ungewollt anzuzapfen. So, jetzt können wir doch mal uns vernünftiges Werkzeug bauen, uns vielleicht dann auch eine vernünftige Rüstung bauen. Aber das gibt uns leider trotzdem noch keine vernünftige Schlafstätte. So, da habe ich jetzt alles, oder? Da ist wieder die Ölquelle. Dann graben wir doch hier mal. Achso, nee. Ich habe jetzt wirklich keine Kurve gemacht, sondern bin nur um die Ecke. So, dann kamen wir mal hier in die Richtung, wo kein Öl uns im Weg ist. Einfach ein bisschen weiter. Ich weiß, ich stoße gleich wieder auf diese Schlucht. Boah, mit Stalaktiten und Stalagmiten. Trotzdem ist mein Impuls zu sagen, wir bauen hier einfach zu. Wegmachen. So, so viel jetzt erstmal. Diesen Tunnel, wenn wir mehr anbauen, abbauen können, können wir hier auch mal herkommen. Also wenn wir Eisen zum Beispiel
locker uns nehmen können. Habe ich gerade gesagt, wenn wir Eisen abbauen können, wenn wir Diamant abbauen können. Jetzt sind wir hier auf Höhe 11. Das ist meines Wissens nach die Höhe für Diamanten. Das heißt, da lohnt es sich ein bisschen breiter angelegte Gänge etc. zu bauen. Ich baue mir da immer so eine kleine Höhle, in der ich von der aus ich Bergbau betreiben kann. Und hoffe, dass ich hier dann auch dazu komme, im Rahmen dieses Let's Plays mal solche Bergbauwerkzeuge wie die Mining Turtles und die Quarries zum Einsatz zu bringen. Aber erstmal ist, glaube ich, noch so ein bisschen Handarbeit gefragt. Irgendwas, was ich hier unten lassen kann und will? Nö. Dann gehen wir doch mal wieder hoch. Ja, und dann sage ich für heute auch schon wieder hier auf dem Hochweg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge, wenn Club Outerman Minecraft spielt, dann werden wir wahrscheinlich schaffen, irgendwie hier die Diamanten abzubauen. Draußen wunderschöner Tag, trotzdem habt eine gute Zeit. Schöne Grüße vom Clubby.